Hallöchen und herzlich willkommen bei Gnomoria. Das ist eine Art Dwarf Fortress, nur anders, hübscher und ja, halt anders. Das möchte ich gerne mit euch spielen. Und man hört schon, es ist ziemlich verrückte Musik. Aber wie auch immer, wir gehen hier mal auf ein neues Spiel. Und das Ganze ist auf Englisch. Gucken. Das klingt doch nach einem Namen. Von der Größe nehmen wir einfach mal eine gigantische Karte. Ja, alles egal. Nicht peaceful. Wir wollen ein bisschen Action haben. Und wir gehen auf Generieren. So, das Ganze dauert jetzt sehr lange, deswegen melde ich mich zurück, sobald das Ganze fertig ist und wir in-game sind. Bis gleich. Ja, hier sind wir nochmal. Wir sind zwar noch nicht fertig mit dem Generieren, aber wie auch immer, ich wollte eigentlich noch ein paar Takte zu dem Ganzen sagen. Das kann ich ja machen, solange das Ganze hier generiert. Gnomoria befindet sich noch in der Alpha-Version. Welche genau weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe das gestern erst gefunden, also ich bin noch nicht so wirklich gut da drin in dem ganzen Spiel. Allerdings, wenn ihr Tipps habt, was ich weitermachen soll oder wie ich was anders machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mich versuchen daran zu halten. An sich, ich habe jetzt einmal Singleplayer gespielt, um ein bisschen klar zu kommen und nun ja, ich habe alles, was ich bis jetzt geschafft habe, ist zu sterben nach ein paar Stunden schon. Also ja, sobald die ersten Gegner kamen. Ich war nicht schnell genug mit Einheiten ausbilden und so weiter. Und das hatte ich noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, jetzt kriege ich das hin. Wir müssen recht schnell uns dran machen, Leute zu rekrutieren, die das ganze, die ganze Militärsache für uns übernehmen. Und jetzt sind wir auch gleich mit Map generieren fertig. Scheinbar. Oder dauert das noch ein bisschen? Ja. Was kann man jetzt noch groß sagen? Nix. Deswegen bis gleich. So, hier sind wir nach gefühlten 10 Stunden, realen 10 Minuten. Und wir können erstmal hier unser Land begutachten. Wir haben eine sehr große Karte. Wie auch bei Dwarf Fortress kann man hier durch die ganzen Ebenen durchzoomen. Hat hier verschiedene Berge. Und ja, hier, wie heißt es denn? Seen, genau. Höhen, Tiefen, Bäume. Zoomen wir mal wieder ein bisschen ran. Genau, super, funktioniert ja. Und jetzt müssen wir erstmal eine gute Stelle finden. An sich könnte man sich hier in den Berg reinbauen, der ist schön groß, und sich dann hier das Gebiet angeln. Hier so eine Mauer. Genau. Ich glaube, das werden wir auch tun. Dann geben wir den ganzen Gnomen erstmal Aufgaben. Nein, wir wollten nicht Pause, sondern wir wollten erstmal. Ja, na, wer wird denn hier? Ja, gut. Wer wird denn hier gleich anfangen zu arbeiten? Erstmal hier so ein bisschen reinbuddeln. Drehen wir uns mal und entfernen hier mal die Rampe. Rampen sind sowieso so eine schlechte Sache, die wollen wir gar nicht. Hier, da, alle mal weg hier. Da, die sollen weg. Na ja, gut, die hier unten können vielleicht sogar noch bleiben. Gleichzeitig können wir hier mal ein bisschen wieder spielen lassen. So. Und hier sind sie schon unterwegs. Irgendwo. Genau, da sind die Gnome unterwegs. Und buddeln hier fleißig, was das Zeug hält, los. Und hier haben wir schon, wenn ich ein paar Ebenen nach unten gehe, sehen wir, hier wird schon fleißig gebuddelt. Die ganze Erde wird platt gemacht. So, jetzt möchte ich hier erstmal eigentlich so einen kleinen Eingangsraum haben. 7x10.
Und hier auch nochmal 7 mal 10. So. Macht das Ganze mal. Und dann können wir da nämlich schon mal. Oh, das geht aber schön schnell. Können wir auch schon mal hier ein bisschen. Ein paar Bäume fällen hier. Hier, die müssen wir erstmal weg hier. Ja, die können eigentlich, glaube ich, gleich alle weg hier. Hier, die ganzen, die können alle weg. So, dann geht's los, einen Workshop zu bauen. Und zwar eine Sawmill. Achso, können wir gar nicht. Warum denn nicht? Ein Stonecutter brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Achso, Stone haben wir nicht. Haha. Dann müssen wir erstmal quasi Stein finden. Also minen wir uns hier noch ein bisschen in die Tiefe rein. Und gucken, was passiert. So, hier wird fleißig Holz gefällt. Und hier, die machen die munter ihr Ding. Dann können wir hier schon mal den ersten Raum quasi anfangen. Machen wir den mal quadratisch. Praktisch gut. Und, ja, jetzt sieht das hier natürlich nicht so hübsch aus. Das hier ungleichmäßig ist. Dann machen wir hier auch noch mal ein bisschen was weg. Und los geht das. Hier haben wir schon die ersten Blöcke, die hier durch die Gegend fliegen. Weiter geht's. Nächsten Raum anlegen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. 9x9 hätten wir den gerne. Oder ist das 9x9 oder 10x10? 9x9, glaube ich. Jetzt die große Frage, warum ist das hier so groß? Haben wir da irgendwie was verhauen? Nun ja, gut, dann machen wir erstmal ein paar Stockpiles für den ganzen Müll, der hier ist. Der hier wird für... Ja, hier, das und das da. Kann da alles rein. Erstmal, dass wir da erstmal ein bisschen was reinkriegen an Zeug. So. Genau. Die laden jetzt hier. Was haben wir denn hier? Clay, gut. Wir müssen natürlich auch nach unten. Deswegen gehen wir gleich mal hier ein bisschen nach unten. Allerdings rotieren wir das Ganze mal so rum, obwohl wir das gerne haben. Dann wollen wir hier unten. Wall. Dem Bereich, wo wir weggemalt haben. So. Jetzt brauchen wir ein paar Workshops, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob wir das mittlerweile jetzt können. Workshop. Eigentlich Sawmill. Ja, Raw Stone. Geht doch. Den rotieren wir mal und bauen den hier hin, denke ich mal. Dann kommt hier drüben, kommen die ganzen Holzsachen rein. Würde ich mal sagen. Stockpile von da bis dort. Der, ja, Holz, Planks und was noch? Das reicht, denke ich mal, erstmal. Beinhaltet. Dann wollen wir natürlich auch noch eine schöne Halle haben. Die bauen wir, glaube ich, mal hier ein bisschen ausbauen. Können wir doch hier super hier dran vorbei basteln. Hier lagern die das da schon alles wunderbar rein. Und hier, das wird auch schon gebaut, der Workshop. Das geht alles schön flott hier. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Workshops. Und zwar ein Carpenter brauchen wir. Ach, wir haben keine Planks mehr. Ach, wir haben gar nicht erst Planks. Da müssen wir erstmal warten, bis der fertig gebaut ist. Und hier bauen wir dann auch gleich mal noch weiter.
Terrain-Dig. Der ist da auch. Und zwar hier auf die Seite, sagen wir mal. So, und wieder rundherum ein bisschen mit Eckmeilen. Dass wir hier ein bisschen in die Tiefe kommen, weil wir brauchen Kupfer und sonstiges, um effektiv arbeiten zu können. So, hier wird schon munter vor sich hin gearbeitet. Das ist ja der Wahnsinn. So, aber woran ich eigentlich arbeiten wollte, ist hier nämlich eine große Halle für alle reinzubasteln. Machen wir hier mal wieder so einen schönen Durchgang. Und machen die von hier aus. Ja, 14 mal 10 und wieder von hier aus 14 mal 10. So, dass das alles schön hier symmetrisch ist und so weiter. So, das hier wird dann nämlich der öffentliche Raum für die ganzen Gnomonen. Die wackeren. Wie heißen die denn eigentlich? Moment. Fitzlef, das ist kein guter Name. Dirk. Das wird Dirk. So, Dirk. Igor wird zu Igor. Igor. Man braucht immer einen Igor, der wird später mal der Heiler. Das ist sowas von klar. Das wird zu Markus. Dai. Dai muss bleiben. Früher oder später wird er sowieso sterben. Was kommt als nächstes? Mail. Christine. Ein toller Name. Ja, wir haben insgesamt 9 übrigens. 9 Gnomonen. Wie nennen wir den? Hatten wir Markus schon? Ich glaube nicht. Ach, es ist eine Female. Eine Frau. Marie. So. Man sollte auch das M groß schreiben. So. Dann haben wir noch Abi. Ganz klar. Was haben wir denn noch so für unheimliche Trash-Namen? Mir fallen keine ein. Wenn ihr irgendwelche tollen Vorschläge für die beiden hier habt, Gallius und Vino Darkin, dann sagt Bescheid. Sind gerne gesehen. Der hier ist immer noch nicht fertig. Was fehlt denn dem? Gassilus arbeitet daran. Na dann. Und die wollen alle gerne schlafen. Ja, daran arbeiten wir ja gerade, liebe Gnomonen. Und was haben wir denn hier? Kohl. Wir haben schon die erste Kohle gefunden. Das ist sehr gut. Das meine war direkt mal aus. Aber gleichzeitig gehen wir natürlich wieder in die Tiefe. Und Minen da rundherum. So. Na. Ich kann nicht zielen. Oh mein Gott. Moment. Gänsejob. Erstmal den ganzen Quark hier. Gänse. Also so richtig damit klar kommt, tue ich noch nicht. So, so soll das aussehen. So, woran arbeiten die? Achso, die arbeiten hier gerade da oben, deswegen geht das nicht vorwärts. So, Sornel, du sollst mal Links craften und zwar unendlich lange. Denn die brauchen wir wie nix. Hier lagert sich auch schon das erste Holz ab. Hier arbeitet auch schon jemand dran, das ist wunderbar. Holz wird weitergelagert. Gut. Dann
von hier aus würde ich die ganzen anderen Räume abgehen lassen. Denke ich mal. Also man hätte hier vielleicht dann erstmal den Boden ändern müssen. Das können wir später immer noch machen. Jetzt haben die alle Hunger. Das ist natürlich richtig. Wir haben noch keinen Lagerraum für Essen. Den, wo packen wir den denn hin? Ich glaube, die kommen einfach mal hier eine Etage weiter nach oben, denn wir, dass der abkommt, hier und dahin. So, dann sollten wir theoretisch in nächster Zeit hier oben Stufen haben. Mal sehen, was passiert. Was sagt denn der hier? Overview. Okay. Dann haben wir vielleicht schon genug, um einen Carpenter herzustellen. Nein, haben wir. Ach nee, weil wir keine Blocks haben. Genau dafür brauchen wir ja einen anderen Workshop. Stone. Stonecutter. Okay. Der wird auch mal ein bisschen rotiert. Also hier in die Eingangshalle würde ich die ganzen Workshops hinbasteln. Hier dann anschließend die Lagerräume. Ich habe die Vermutung, dass die hier gar nicht gebaut werden können. Die hier sind scheinbar etwas. Oh, jetzt ist schon Gallius ist schon auf dem Flur eingeschlafen. Dem war das einfach zu viel Arbeit. Den ganzen Tag ist natürlich auch ganz schön schwierig, hier immer durch die Gegend zu wuseln. Ich komme auch nicht mehr so richtig vorwärts, weil sie Hunger haben. Das stimmt natürlich. Das ist keine gute Sache. Und ja, was macht der hier? Aha, Markus ist hier wunderbar am Arbeiten. Hier ist der nächste eingeschlafen. Abi ist eingeschlafen. Das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, wir sollten hier mal ein bisschen Terraforming betreiben. Und zwar hier ein bisschen die Rampen entfernen. Gleichzeitig dann hier die ganzen Bäume auf der Fläche entfernen. Und gleichzeitig auch noch einmal dieses hier betreiben. Und jetzt schläft so ziemlich alles hier gerade. Jetzt schlafen, glaube ich, gerade wirklich alle, oder? Die schlafen, ja, die schlafen alle gerade. Es war auch ein anstrengender Tag. Geben wir dem mal ein bisschen Zeit. So, und zwar kann ich an der Zeit, wo die schlafen, mal hier sagen, was ich vorhab. Und zwar möchte ich das hier gerne auf diese Ebene mit hochbringen, damit wir hier größere Weideflächen haben und damit dann auch eine wunderbare Weidefläche haben, wie der Name schon sagt. So, Essen und Trinken sieht wunderbar aus. Hier geht's, erst ist schon wieder aufgewacht, das wird Markus sein, denke ich mal. Bleib doch mal stehen. Stopp. Nee. Gallius bist du. Ach, du bist ja auch als erster eingeschlafen. Stimmt. Und da wachen die nächsten auf. Es geht munter vorwärts. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Holzfarm. Und wir sollten auch erstmal, um erstmal genug Holz zu kriegen, diese ganzen Bäume hier hinten fällen. So. Damit haben der Holzcutter erstmal genug zu tun, um für 20 Jahre beschäftigt zu sein. Ich habe die Vermutung, dass hier das nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann könnt ihr auch einfach hier auf dem Block sagen, Terrain meint Dix, der down. So, hier an der Stelle.
Ah, geht natürlich nicht. Na, nicht da. Oh, jetzt muss ich den Job schnell canceln. So. Terrain. Nein. Ist der ab? Geht halt nur halt wirklich da. Das ist komisch. Ah, vielleicht passiert da ja irgendwann demnächst mal was. Aber eigentlich sind die ganzen Miner schon nicht mehr am Minenarbeit betreiben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wer weiß. Ich meine, es sieht ja eigentlich ganz hübsch aus, wenn man hier dann so Hochgänge hat. Da sind sie ja schon. Die sind ja schon fertig. Das ist gut. Dann können wir hier drauf oben nämlich eine Wall hin draufsetzen mit. Und das hier, Moment, das ist der Eingang. So. So, das wird auch mit weggemeint. Und ist das jetzt halbwegs? Nein, ist es nicht. So. So sieht es halbwegs nach was aus, aber allerdings machen wir das jetzt zu einer ordentlichen Eingangshalle. So. Geht ja nicht, dass das hier so unordentlich aussieht. So, den haben wir auch schon fertig. Der soll mal hier einfach nur auf Repeat Blöcke erstellen. Wir brauchen Blöcke. Und hier unten machen wir auch gleich weiter. Dick Stair Down. Wunderbar. Da müssen wir dann nachher noch überall Fackeln setzen, sobald wir das haben. Und hier, was haben wir denn hier? Bauxit, was auch immer das ist. Ich hätte ja gern ein bisschen Lapis, um Lapisboden herzustellen. Das wäre natürlich cool, aber haben wir noch nicht. Bauxit ist natürlich auch ein schönes Material, aus dem man den Boden herstellen kann. Replace Floor. Bauxit. Und zwar von hier bis da. Sollt ihr mal Bauxit setzen. Und Terrain. Replace Wall. Mit Bauxit. Und zwar hier alles. Um es mal so auszudrücken. So, dann haben wir hier nämlich eine schöne entstehende Halle. Hier oben kommt jetzt ein... Ich glaube, das mache ich als einen großen Bereich einfach nur. Von hier aus so 11×11. Von hier aus 11×11. Von hier aus bis da 11. So, oh. Moment, Cancel Job. Das geht so nicht. So. Warten wir erstmal, bis das abgebaut ist. Dann kann ich da besser sehen. Ah, hier sind wir auch schon soweit. Mein Wall. Genau, 5×5. So, dann brauchen wir natürlich hier nicht das, sondern wir brauchen einen weiteren Workshop. Und zwar Loom. So, der kommt hier wunderbar so in die Ecke gestellt. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Platz dazwischen. Ganz hübsch. Hier entsteht Bauxit. Das ist wunderbar. Ach, und hier werden Bauxitblöcke hergestellt. Das ist natürlich auch was. So, wir brauchen mehr Lagerplatz. Und zwar nehmen wir dann einfach mal hier Design Area Stockpile. So.
Das wird erstmal der allgemeine Stockpile. Dann haben wir erstmal irgendwie erstmal einen Raum, wo alles Zeug hinkommt. Dass es nicht irgendwo in der Landschaft rumliegt, weil Essen und so weiter muss ja auch noch verarbeitet werden. Und dieser Baum da, der sollte doch eigentlich weggemacht werden. Nein, nicht Footage. Build. Nicht Build. Wie ist es, Agriculture? Fell Trees. Der da. Weg damit. Der muss weg. So, die haben natürlich Hunger, das ist klar. Aber das stört uns erstmal nicht weiter. Und hier liegt so viel Holz. Wir sollten auf jeden Fall erstmal einen weiteren Workshop in Auftrag geben. Und zwar einen Carpenter. So, der kommt hier hin. Und wir lassen erstmal die Gnomonen ein wenig vor sich hinarbeiten. Hier lagert noch gar nichts, das ist klar. Denn wir brauchen hier ein bisschen mehr Stockpile und wir brauchen vor allem Fackeln. Und was ist das denn? Saphir haben wir hier gefunden. Dick, Stare Down, dorthin, Drain Mine Wall. So. Hier wird munter vor sich hingearbeitet. Mal gucken, wie das aussieht in der Ansicht. Super. Wo sind wir jetzt? Wir sind da. Super. Hier schlafen schon mal alle wieder. Klar. Und sobald das hier fertig ist, die arbeiten ja wunderbar dran. Ja. Ah. Wie auch immer. Ich kann sie nicht anwählen. Sie ist zu schnell für mich. Wir machen ja auch gerade richtig Speed hier, sehe ich gerade. Wir sind ja im doppelten Vorlauf. Was wir natürlich auch machen sollten, wäre einen Workshop in Sachen Militär. Und zwar Training Grounds. Der kann hier in die Ecke. Denke ich mal. Kommt der hier? Da kommt der hier draußen hin. Wir müssen aber erstmal hier die Bäume weg. So, die beiden sollen noch weg. Und das ganze Holz wird hier munter abgeholt und hoffentlich auch zu Planks verarbeitet. Oder? Kein freier Platz. Haben wir denn überhaupt einen Platz für Planks gesetzt? Ja klar, hier ist ja auch ein Platz für Planks mit. Die schlafen hier alle. Was haben wir denn hier? Ach. Sag mir, was das ist. Kohle. Weiß nicht, ob wir das jetzt meinen und dann. Ne, ich glaube, den lassen wir da erstmal so. Was soll die Halle werden ja hier? Und die kann man später immer noch schöner gestalten, wenn man das wirklich möchte. Und ja, ich würde sagen, das war auch schon mal die. Machen wir mal kurz hier Pause und zoomen ein wenig raus. Das war es schon mal soweit für die heutige Folge von Gnomoria. In der nächsten Folge geht es weiter. Wir werden uns bemühen, ein wenig militärisch vorwärts zu kommen, ein wenig Betten zu bauen und hier die große Halle fertig zu kriegen. Und diese Unmengen an Holz, die hier rumliegen, noch mit zu verarbeiten. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!